Wunderschönen guten Morgen, liebe YouTuber. Hier sind wir wieder in meinem Schlafzimmer. Teil 5. Ja, wie ihr sehen könnt, die Farbe hat prima getrocknet. Und hier habe ich, wie ich ja schon mal gestern bereits erwähnt hatte, die Decke auch angefangen. Ja, das ist jetzt noch das Stück, was fehlt. Das wird jetzt demnächst noch weitergemacht. Also deswegen ist das jetzt auch nur ein kurzes Update. Ich muss allerdings noch mal Farbe besorgen, weil die wird, so wie es aussieht, doch nicht reichen. Ja, was kann ich noch sagen? Jetzt habe ich eben gerade, wie ich ja schon in einem von meinen Videos erwähnt habe, habe ich mir ja Vorhänge im Internet gekauft, aus den 50er, 60er Jahren in Rot, mit so einem leichten Blumenmuster drauf. Und eben gerade hat mir die Verkäuferin Herr WhatsApp bestätigt, dass das Päckchen heute rausgegangen ist. Also das Paket kommt von Hermes. Also das wird schätzungsweise Donnerstag oder morgen Abend da sein. Dann gibt es nochmal ein kurzes Video, wenn ich die Vorhänge aufgehangen habe oder beziehungsweise wie sie hängen. Und ja, bleibt mir gewogen treu, seid gespannt, wie es weitergeht. Und hier ist jetzt erstmal kurze Zeit Baustellenstopp, weil ich muss dann erstmal nochmal Farbe besorgen. Die Reste, die in den Eimern sind, die werden dazu dienen, um irgendwelche Blessuren, wo die weiße Farbe noch durchkommt, zum Ausbessern. Dafür sind die dann gedacht. Ja, dranbleiben, einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in mein 50er, 60er Jahre Hobbyheimmuseum. Tschüss.